Hautnah wird Ihnen präsentiert von Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg. Hautnah Nummer 18. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute ohne einen aktuellen Spielbericht, dafür aber trotzdem mit jeder Menge interessanter Themen rund um die Ludwigsburger MAP-Riesen. Und das sind unsere Themen im Einzelnen. Grundschulliga, die kleinsten auf den Spuren der Riesen in Convestheim. Und nicht nur was für die Kids. Unser Hautnah-Spieler der Woche, der eigentlich gar kein Spieler ist. Ja, nichts zu holen gab es leider für das Team von John Patrick am vergangenen Sonntag beim amtierenden deutschen Meister und Tabellenführer Brose Baskets aus Bamberg. 64:79 hieß es am Ende. Und trotzdem lohnt sich derzeit ein Blick auf die Tabelle der BKO BBL. Denn die MHP-Riesen stehen immer noch auf einem ordentlichen 5. Tabellenplatz. Und am kommenden Donnerstag geht es in der MHP-Arena ja gegen den 16. MBC, bevor am 2. April der 13. Bayreuth kommt. Zwei Heimspiele. Also bei denen die Riesen die Playoffs so gut wie klar machen könnten. Wir halten Sie darüber natürlich auf dem Laufenden. Ja, die BKO BBL ist aktuell richtig angesagt. Die Hallen sind voll, die Fans strömen zu den Spielen. Jetzt gilt es dran zu bleiben und vor allem nachhaltig zu arbeiten und den Nachwuchs an den Basketball zu binden. Das machen die Riesen schon länger und seit letzter Woche unterstützt die Basketballakademie aus Ludwigsburg auch den Grundschulcup in Convestheim. Der erste Bürgermeister der Stadt Convestheim, Dietmar Allgeier, und der erste Vorsitzende der MHP-Riesen, Alexander Reil, eröffnen den ersten Spieltag der Grundschulliga Convestheim. Eine neue Idee, die die Porsche Basketballakademie gemeinsam mit der Schiedszunft Convestheim ins Leben gerufen hat. Ja, der Grundschulliga ist quasi ein Wettbewerb, wo die Grundschulen gegeneinander quasi mit ihren Teams, die einmal pro Woche in der AG trainieren, gegeneinander spielen. Wir haben jetzt hier 4 Grundschulen in Convestheim. Eine Grundschule tritt sogar mit 2 Teams an, also insgesamt hier 5 Teams, die jetzt in der Liga mit Hin- und Rückrunde den Schulsieger in Convestheim ausspielen. Grundschüler, die bisher noch in keinem Verein den Spaß am Basketball gefunden haben und nun in einem Wettbewerb gegeneinander antreten können. Ein Projekt ganz im Sinne der MHP-Riesen. Denn wer Spaß am Basketballsport gefunden hat, findet dann eventuell auch bald den Weg in einen Verein. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir ein Programm entwickeln, zusammen mit dem örtlichen Verein, mit der Stadt, mit den Schulen, dass wir Nachhaltigkeit in so ein Thema hineinbringen. Und so eine Grundschulliga liefert das Thema Nachhaltigkeit und das ist uns sehr wichtig und deswegen machen wir das Projekt jetzt auch gerne hier mit den Verantwortlichen aus Convestheim zusammen. Ein Projekt, das im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen könnte. Deutschlandweit gibt es eine vergleichbare Grundschulliga bisher nur in Berlin. Andere Städte rund um Ludwigsburg haben in Convestheim schon mal nachgefragt, wie so eine Liga umzusetzen ist. Convestheim, ein Basketballvorreiter in der Region. Das Wichtige ist, die Kinder und Jugendlichen bewegen sich und sie spielen Basketball, Jungs und Mädels gleichermaßen. Und man sieht im Hintergrund, es macht, glaube ich, auch richtig Spaß. Der Zulauf in die Basketball-AGs der Convestheimer Grundschulen, die von Nachwuchsbasketballern der Schiedszunft betreut werden, ist an sich schon groß. Doch dort stößt man schnell an seine Grenzen. An einen organisierten Wettbewerb ist nicht zu denken. Für die Motivation und Entwicklung der Kinder ist das Kräftemessen mit anderen Teams aber nicht zu unterschätzen. Ich glaube, es geht einfach darum, sich über einen sportlichen Wettbewerb auch entsprechend vorbereiten zu können. Ob man später mal die Schiene als Basketballprofi einschlagen will oder aber auch sonstigen im beruflichen Leben, die Auseinandersetzung gewinnen, verlieren zu wollen oder zu können. Wie geht man damit letztendlich auch um? Die spielt eine wichtige Rolle und je früher ich die lerne, desto besser. 4 gegen 4 auf niedrigere Körbe, Schiedsrichter, Anschreibetisch, echte Trikots. Die Kids werden in der Grundschulliga unter richtig professionellen Bedingungen an den Sport rangeführt. Aus unserer Sicht ist das Thema Professionalität schon auch wichtig, weil je professioneller es ist, desto mehr Spaß macht es den Kindern. Wir wollen ja auch den Kindern, wir wollen, dass sie nach den richtigen Basketballregeln spielen. Wir wollen, dass sie fair zueinander sind. Und damit ist natürlich für uns auch klar, dass sie einen richtigen Trikot spielen, dass sie nach den richtigen Regeln spielen. Ja.
Der erste Spieltag war schon mal ein voller Erfolg. Die Revanche gibt es bereits im April. Dann treten die 5 Mannschaften der 4 Kornwestheimer Grundschulen wieder gegeneinander an. Unterstützen Sie die MHP Riesen Ludwigsburg. Basketball der Spitzenklasse am 24. März um 20 Uhr in der MHP Arena Ludwigsburg. Herzlich willkommen zurück bei Hautnah und damit direkt weiter mit unserer Rubrik Hautnah Spieler der Woche. Im Moment werden Sie sagen, letzte Woche war doch John Brockman die Nummer 40 dran. Damit hätten wir ja eigentlich alle Spieler schon erledigt. Doch uns ist einer noch aufgefallen und zwar die Nummer 1. Wer das ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Film ab! Ein ganz normaler Samstagabend im Leben von Philipp Schuler und das schon seit über einem Jahrzehnt. Wie so viele andere Ludwigsburger Basketballfans betritt er gut eine Stunde vor Tip-Off die MHP-Arena, voller Vorfreude auf einen prächtigen Basketballabend. Doch während die normalen Fans ihren Platz in der Halle einnehmen, biegt Philipp nochmal ab. Er muss noch in seine Rolle des Abends schlüpfen. Denn Philipp Schuler ist ab jetzt für knapp 2 Stunden nicht mehr Philipp, sondern Lurchi. Also einen Job mache ich jetzt. Ich glaube, in der Saison 2002, 2003 habe ich angefangen, und um Peter Schomos noch, war ein Studentenjob quasi über eine Werbeagentur, bin ich hingekommen, die haben gefragt, ob ich das machen, mir vorstellen könnte, es zu machen irgendwie so, wusste natürlich nicht, was auf mich zukommt, sind wir damals in die Geschäftsstelle, in die alte von der BSG und ja, die Kiste, die ist von damals, lag das Kostüm drin, ich ziehe es an. Kommentar, es passt. Okay, also du bist neuer Lurchi. Erstmal, ich bin ganz stolz drauf, dass ich mich ein bisschen so, eben gerade weil es ein Lurch ist und irgendwie sich abhebt. Also liebe Zuschauer, es ist ein Salamander, es ist kein Frosch, ja. Und ja, durch die immer positive Art und flippige Art halt, ich meine, und natürlich meine überragende Dreierquote, da hebe ich mich schon ab von den anderen Maskottchen. Ja, das ist echt schwer, muss man sagen. Ich meine, in dieser Saison glücklicherweise, je besser das Team spielt, muss man sagen, umso mehr sind die Fans natürlich dabei. Hier im Schwabenland sowieso so ein bisschen das, die mal rauszukriegen, aber ich sag mal, das ist gut mit dem Hallensprecher in Kombination, der dann echt aus Publikum anheizt und so. Und dann kannst du halt schon durch Gesten einiges machen, durchs Klatschen und so weiter. Dann kommen die schon ein bisschen in Fahrt. Ja, definitiv. Also wie gesagt, zum Job war es damals, es war ein Job. Mittlerweile ist es eigentlich für mich kein Job mehr, weil ich mache das jetzt so lange und ich sag mal, ich hätte es jetzt so gesehen nicht mehr nötig. Ich habe eben einen Hauptberuf und bin aber dem Sport verfallen und spiele eben auch unheimlich gerne in der Freizeit Basketball. Und, ja. Also das, sportlich gesehen, muss ich sagen, war die Saison, ohne falsch zu liegen, Rundsporthalle damals, ich glaube 2006, 2007 unterm Silvana Poropat, Jerry Green noch natürlich diese Qualifikation fürs Halbfinale in Playoffs. Ich glaube, selbe Saison haben wir auch uns für das Top 4 natürlich qualifiziert. Das war damaliges Highlight, sportliches Highlight. Sonst natürlich das damalige legendäre Spiel gegen München, wo man sich dann dieses Wiederholungsspiel auch noch erkämpft hat, wirklich uns auch verdient hatte.
Aktuell zu dieser Saison fällt mir schon gar nicht mehr ein, welchen Sieg zum Beispiel gegen Alba oder wie auch immer man nennen soll. Also sportlich war das, ist das dieses Jahr natürlich echt wieder ein Höhenflug. Und ansonsten gab es noch ein privates Highlight von mir hier, wo ich mich vor, das war glaube ich gerade letztes Jahr, ja genau, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, kurz vorm Valentinstag, wo ich meiner langjährigen Freundin hier einen Heiratsantrag gemacht habe. Und das war natürlich auch ja, relativ überwältigend für mich. Also, ja, wenn ich es übertrage würde, man sagt, den Mythos von Handballtorwarten, ja, das sind auch ein bisschen Verrückte, sage ich mal, ja. Genauso kann man es eigentlich beim Maskottchen sagen, weil klar, du bist zwar versteckt in diesem, ja, Helm hier, man sieht dich nicht wirklich, aber du musst einfach auch trotz allem, ja, man muss ja jegliche Scham verlieren und die sind einfach crazy Typen drin, also ist der Hammer, was die dann auch, ja, so bringen. Ja, und das war's leider auch schon wieder von Hautnah für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder am grünen Donnerstag in der Ludwigsburger MHP Arena gegen den MBC. Die nächste Folge Hautnah gibt's dann am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, machen Sie's gut und bleiben Sie sportlich. Hautnah wurde Ihnen präsentiert von Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg.